Grüß euch, willkommen in der Werkstatt von der Miss Sophie. Ich bin der Robert und ich repariere dieses Auto. Heute geht es um die Fensterrahmen, Fahrer- und Beifahrerseite. Da ist das Originalgewinde M8 in einem eingepressten Aluminiumteil in den Fensterrahmen eingepresst, komplett ausgerissen. Also nicht mehr zum einfach Nachschneiden oder so, sondern es ist weg und der Fensterrahmen abgeschädigt. Jetzt feile ich da Vierkant rein und stecke einen Aluminiumklotz rein, der so passgenau, wie es nur irgendwie gegangen ist, in dieses Vierkant hineinpasst, damit sie das Gewinde, das dann in die Vierkant reinkommt, nicht mehr mitdrehen kann. In Summe war das 5 Tage Arbeit, so circa, und ich wünsche euch viel Spaß und einfach, dass ihr das nie machen müsst. Da male ich mit einem Stift den Aluminiumklotz an, damit ich die Kontaktstellen zum Fensterrahmen sehe, dass ich sehe, wo muss ich noch was weggeben oder wo ist eh noch Luft. Das ist so ähnlich wie beim Zahnarzt, wenn der irgendwas einen Abdruck nimmt. So, und jetzt habe ich schon gewechselt auf das zweite Loch, auf das zweite Gewinde und bin draufgekommen, dass ich hier so ein wunderbares kleines Werkzeug
in meiner Schublade liegen gehabt habe. Mit dem Fräskopf geht das alles viel leichter. Zeitersparnis war zwar vorhanden, aber es war trotzdem elendslang zum Arbeiten. Es ist mir viel leicht so zum Bedienen gegangen. Das heißt, jetzt ist nicht mehr die Eisenpfeile im Spiel, sondern so ein Fräskopf. Und der Grund ist ein anderer auch noch dazu, weil man da sieht, dass der Rahmen oben schräg angesetzt ist, kann ich da mit der Pfeile gar nicht hin zum Arbeiten. Ja, es geht vorwärts. Im Körnerpunkt kommt noch das M8-Gewinde rein und dann ist es fertig. Bitte liken und abonnieren, dann bleibt ihr immer wieder am Laufenden, weil ich da sehr unregelmäßig mit dem Videoschneiden bin, weil das mega viel Arbeit ist. Ja, aber so kriegt ihr immer wieder einen Einblick in die Werkstatt zu Miss Sophie. Danke!